Bevor es mit der Filmerei losgeht, wollen wir uns erstmal vorstellen. Das ist der Wolfgang Remscheid, langjähriger Mitarbeiter des Flughafens Düsseldorf. Ohne seinen Einfluss wäre nichts hier laufen. Und das bin ich, der Ernst Schulze. Der Remscheid hat zu mir gesagt, pass gut ob, dass du beim Filmen den Fuß nicht unter der Räder vom Flugzeug kriegst. Jeder von uns hat eine silberne gestreifte Weste mit einem Namensschild. Das ist wegen der Sicherheit und dass wir überall zwischen den Flugzeugen filmen durften. Guten Morgen zusammen. Ich begrüße erstmal alle, die den Bericht sehen und hören. Kurzer Bericht, Flughafen Düsseldorf, Verkehrsleiter vom Dienst, ist diese Dienststelle 24 Stunden besetzt. Hauptpunkt des Verkehrsleiters vom Dienst als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung, Interessen der Flughafen Düsseldorf GmbH und den Luftverkehrsgesellschaften, Behörden wie Polizei, Zoll, Bundesgrenzschutz sowie jedem Passagier, der hier Düsseldorf besucht. Zu den Aufgaben gehört auch noch Leiter des Winterdienstes. Zu den Aufgaben gehört eine Ausweisausstellung, dass die Sicherheit gewährleistet ist vor und hinter den Sicherheitsbereichen. Bei jedem Flugzeugunfall oder bei irgendwelchen anderen Unregelmäßigkeiten wird der Verkehrsleiter vom Dienst hinzugezogen, um dort Entscheidungen zu treffen, die ad hoc getroffen werden müssen. Danach kommen die Hauptabteilungen bzw. die Leute, die mit den Vorfällen direkt zu tun haben. Unsere Aufgabe besteht auch darin, eine Zusammenarbeit zwischen der Luftsicherheit, das heißt ein SFL, das ist ein Beamter, der vom Regierungspräsidenten hier abgestellt ist, auch zu kooperieren. Es ist wichtig, dass diese Stelle eine Zusammenarbeit der einzelnen Stellen zusammen macht. Im Moment haben wir eine Windrichtung 320 Grad mit 10 Knoten und die Temperatur ist zurzeit 13,7 Grad, etwas zu kalt für diese Jahreszeit. Normalerweise müsste sie sogar 20 Grad geben. Bevor es ob dem Flugfeld ging, musste mehr uns hier melden und Sicherheitsgründe. Da sind wir nun, mittendrin im Getümmel. Es ist schon atemberaubend, wenn wir als Filmamateure ganz nah an die Flugzeuge ran durften. Man kann nur staunen, wie die mit ihrem Gewicht von mehr als 125 Tonnen rumkommen. Das ist reine Physik, haben wir uns sagen lassen. Für uns war es ein Erlebnis, was man nicht so schnell vergisst. In der Abflughalle ist ja das Publikum international. Alle wollen sie das Gleiche. Schnell in den Süden kommen. Es gibt viel interessante Leute zu sehen. Schöne Frauen aus Afrika. Liebespärchen, die sich verabschieden. Und Türkenfrauen, wenn wir sie von vorn gefilmt hätten, wären sie weggelaufen. Der Remscheid steht in Wartestellung, genau in der westlichen Einflugschneise. Da hatte man die Flugzeuge ganz niedrig über uns. Plötzlich geht nichts mehr. Der Wind hat sich gedreht und jetzt kommen sie aus östlicher Richtung. Ich sage euch, das war manchmal eine Rennerei, um Flugzeuge richtig filmen zu können. Stimmen im Hintergrund. Und das ist es. Das Mädchen muss 6 Sprachen können, wegen dem internationalen Publikum. Der haben wir auch kennengelernt beim Filmen. Aus St. Petersburg, der Opernstar Wladimir Samsonow.
sind der Pianist Michael Abdeckmann und ihre Betreuerin Marianne Großbietsch. Wir haben so ja eine Einladung gekriegt für die dortige Oper. Ja, beim Film lernt man Glück kennen. Da ja wird ärger. Das durfte ich nicht filmen. Und noch ein paar Eindrücke vom täglichen Ablauf im Düsseldorfer Flughafen. Geht noch mega, sagt der Düsseldorfer. Der Film ist noch nicht zu eng. Der Remscheid hätte ja gute Beziehungen zum Düsseldorfer Flughafen. Und er hätte einen Drehgenehmigung von der Tunis-Air gekriegt. Und da haben wir uns gedacht, wenn das Flugzeug gut Hunger und wieder rumkommt, wenn die Passagiere in- und auschecken, und was man sonst noch drumherum filmen kann. Da kütze, de Tunis Air. Pünktlich nach Flugplan. Das war nicht immer so. Hät lang gedauert, bis wir das im Kasten hatten. Eine schöne, sanfte Landung hätt sie ja hingekriegt. Der Follow Me, auf Deutsch Einweiser, lotst der Airbus 300 bis zu seinem Standort. Es ist schon beeindruckend, wenn das Flugzeug mit seinen gewaltigen Ausmaßen und mit seinem Gewicht von 160 Tonnen auf uns zukommt. Gibt man sich ganz klein für. So, ich muss Strom in das Flugzeug. Sonst kriegen sie kein Ladelook ab. Und hey, der freundlich lächelnde Ben Amar von der Tunis Air. Der ist verantwortlich, dass alles reibungslos abläuft. Damit die Passagiere wieder Land unter den Füßen kriegen, wird das Monstrum von Fluggastbrücke rangefahren. Kaum sind sie drusse, gibt auch schon die Putzkolonne. Das alles wollte man von innen filmen, wie sie so am Wirken sind. Man hätte uns aber nicht drin gelassen. Wegen der Sicherheit, hätte der Captain gesagt. War auch nicht so schlimm, sonst wäre der Film noch länger geworden. Wie ihr seht, hatte man Arbeit genug. Ich bin jetzt mit dem Firmen. Überall Hektik und reges Treiben. Nur eine ganze Stunde tanzen.
um das Flugzeug aus- und inzuladen. In der Arbeit kann man natürlich nicht einschlafen. Aber die Jungs sind so eingespült, dass alles reibungslos abläuft. Ein komisches Fahrzeug, eine Kofferbandware. Die transportiert den Koffer direkt vom Flugzeug auf einem von außen zentral gesteuerten Band zu der ankommenden Passagiere. Ich bin um den Arbeitsplatz Nachrichtenzentrale 3. Ich übernehme hier die Disposition, Überwachung und Schaltung der Gepäckankunftsbänder. Meine Aufgabe ist es, diese Gepäckbänder zu steuern, zu disponieren, einzuschalten, zu überwachen und eventuell, wenn notwendig, auch Durchrufe an den Ankunftsbändern durchzuführen. Die Passagiere müssen ja auch noch inchecken. Und weil es nicht so schnell geht, müssen sie schon 2 Stunden vorher da sein. Schön in Reih und Glied geht einer nach dem anderen dran. Die Tunesier haben besonders viel auf ihre Wagen, wie man das hier so sieht. Der Koffer kriegt einen Zettel an der Griff, den nennt man Label. Laufe dann über ein zentral gesteuertes Band zum Verladen in die Gepäcksortierhalle, wo der Koffercontainer von der Tunis her stand. Und von da aus direkt in das Flugzeug. Bis 70.000 Liter Kerosin kann der Airbus 300 aufnehmen. Davon 10.000 Liter Reserve für die Sicherheit, wenn sie mal eine Warteschleife drehen müssen. Der Abwässer müsse auch abgepumpt werden. Und frisches Trinkwasser für die Passagiere brauchen sie auch. Der Ben Amar hat ja eine große Verantwortung. Er ist immer noch am Prüfen, ob alles in Richtigkeit hat. Und das Hauptfahrwerk braucht größte Sicherheit. Hier wird es noch uns gekühlt, damit es beim Start nicht heiß läuft. Hat man uns gesagt. Wenn der Captain mit seiner Crew sich in das Flugzeug begibt, wedet langsam ernst. Der Ladeluk weht noch zugemacht. Und die Fluggastbrücke aufgekoppelt. Jetzt kommt noch am Schluss was ganz Wichtiges. Das Flugzeug muss ja rückwärts rausgefahren werden. Dafür wird ein Schleppstang vorn an die Bugräder angekoppelt. Der Lufthansa-Schlepper mit seinen 1000 PS, der dafür zuständig ist, fährt in Position und klinkt sich in, um der Airbus mit seinen 160 Tonnen rückwärts rauszufahren. Und das nennt man Pushback. Der Ben Amar gibt sie letzte Anweisung. Und der Captain lässt die Triebwerke warmlaufen. Jo, und dann geht es endlich los.
dann, guten Flug und komm gut wieder runter.